Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Nein, Quatsch, das war falsch. Herzlich willkommen zu Season 3. Und ich zeige eine 4 mit meinen Fingern. Geil, oder? Zu Season 3 von Let's Battle Call of Duty Black Ops 3. DLC 2 Eclipse. Jawohl, geil. Ich habe gerade meinen Controller geschlagen, weil er braun ist. Nein, Quatsch, weil er rot ist. Ich habe die Farbe gerade verwechselt. Racist und so. Nein, Quatsch. Wir spielen mit ihm hier. Den Old Prophet, weil eigentlich mag ich ihn überhaupt nicht. Ich hasse ihn sogar. Er ist mir einfach unsympathisch, weil er gibt irgendwie an immer. Keine Ahnung. Ja, hab ein paar Kryptos noch gespart. 94. Die werde ich auch ganz sicher nicht ausgeben. Wir spielen jetzt das zweite DLC. Eclipse. Es ist endlich da. Wer endlich da. Ich bin schon so gespannt. Gut, hauen wir rein. Ein bisschen Verrücktheit muss. Kommt gleich in der Lobby. Rift, Stellung. Was ist Rift? Was ist Stellung? Nein, das zweite kennt man natürlich, aber was ist Rift? Ich habe mir Screenshots nur angeschaut von den netten Fun2 Games. Bester COD News-Kanal ever. Also in Deutsch, ever. Rift. Sah von den Screenshots langweilig aus, aber es ist halt wie mit Rise. Irgendwie haben die R-Namen immer eine gute Map. Rift. Raid, ach nicht Rift, ich meine Rise, Raid, Rundown vom MP2 noch. Oh, ich habe meinen Ton aus, verdammt. Ich muss ein bisschen Ton anhaben hier. So, Upgrade. Wir spielen erstmal mit der UMP, um hier ein bisschen klarzukommen. Und wenn wir die Maps kennen, dann spielen wir mit anderen Waffen. Weil ich möchte erstmal ein bisschen, wie gesagt, klarkommen auf diese Maps. Oh, da war einer, da war einer, da war einer. Okay, das war richtig scheiße. Ich habe schon ewig kein Call of Duty mehr gespielt. Also, da war einer. Also verzeiht mir, falls ich hier echt versagen sollte. Ach, Kacke. Nee, ganz ehrlich, solche Typen, die könnte ich. Oh Gott, ein Gegner! Oh, hab ich mich erschrocken, ey. Jawohl! Meine Stellung, unsere Stellung. Oh Gott, hier sind ja überall. Oh, ist das woanders hin? Okay. Oh, ich bin erschrocken. Und ihr seht auch ganz genau, wie viele Abschüsse ich habe. Ich habe 1400 irgendwas. 1418 Abschüsse mit der UMP. Ach so, andere Stellung, ja. Warum auch nicht? Na, so ging leider nicht. Schade. Schade, schade, Schokolade. Toll, jetzt habe ich Bock auf Schokolade. Du gehst. Oder auch nicht. Ja, gut. Der ging halt nicht drauf. Was soll man da machen? Da, guck ihn hier an. Den kleinen Schmonk. Was reimt ihr auf Schmonk? Genau, Monk. Oh, ich sah aus wie so ein Püppchen gerade auf dem Boden. So die Beine so schön zusammen, wisst ihr? Ja, nicht auseinander, sondern zusammen. Scheiße. Okay. Ein paar Wallruns machen. So, hier. Mal gucken, wie das hier so alles funktioniert. Ist der wie behindert? Sorry für die Beleidigung, Kumpel, aber irgendwie war das. Oh Gott, bin ich behindert? Ich weiß es nicht. Ich gehe mal hier rum. Oh, da ist einer. Oh. Ist hier auch einer? Oh Gott. Scheiße. Ich wäre mal ganz klar für einen neuen, so, tschüss. Für einen neuen Spezialisten mal. War ja schon oft die Andeutung, dass einer kommen sollte. Hier war gerade einer. Ah, als wenn die nicht kommen würden, ey. Scheiße, die Sau. Also die Map gefällt mir vom Design her. Ja, das Design ist halt. Ich mag so nicht das. Fickt. Oh, what the fuck? Wo sind wir denn drüber drauf? Drüber drauf, genau. Holy shit, ein Vulkan? Alles klar, das Setting ist mega fett. Ich wollte gerade noch sagen, das Setting gefällt mir jetzt nicht ganz so, weil es einfach so. Ja, elektronisch ist. Und das gefällt mir halt so nicht ganz so. Jedenfalls nicht immer. Ich mag keine vollkommen zerstörten Gegenden wie aus MW2 oder MW1.
Gerade MW1. Ich mag aber auch nicht nur Technik. Ich mag es halt mehr abwechselnd. Und ich glaube, das hat das Map Pack auch wieder ganz gut geschafft. Vor allem mit der Map Knockout. Ich glaube, alle, die dieses Video hier sehen, die kennen die ganzen Maps schon. Und klar, das Video kommt auch einen Tag später raus. Übrigens, ich habe euch ja gesagt, wenn man im Multiplayer keine Zeit hat zum Schießen, keine Zeit hat, um sich das anzugucken, gibt es Let's Player, die das auch mal machen. Sehr interessante Details. Details. Ja. Ha! Ich wusste, dass er da ist. Die alte kleine Drecksau. Kann sein, dass ich ein bisschen lauter bin als sonst, weil ich mich. Moment mal, da oben ist doch irgendwas. It's more. It's more. Ach, Kacke. Wir gewinnen eh. Wir brauchen jetzt keine Punkte in Stellung machen. Wir kriegen ja eh keine Stellung. Keine Punkte. Es wird pro Folge übrigens eine Map kommen. Also ein Match. So in der Art. Oh Gott. Ich bin gespannt. How much does go on here und so. Also, was wir so alles sehen werden, ob wir fast jeden Modus sehen werden, ich habe keine Ahnung. Und warum ist der gestorben? Hab ich den abgeschossen? Alter. Was? Oh. Nice. Die geht bis da hinten, die Stellung. Ist ja interessant. Ich bleib mal hier. Kommt keiner. Oh, jetzt kommt da einer. Ja, okay, jetzt ist die Stellung eh vorbei. Ich habe gar keine Zeit, mir die Map richtig anzuschauen hier. Das ist der Wahnsinn. Ach, Kacke. Aber wir werden auf jeden Fall gewinnen. Mann, geht drauf. Komm, Wallruns. Da war ich kurz perplex. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Ja, der auch nicht. Oh, fuck. Fuck it. Oh, fuck it. Assassine? Ich bin gerade total drunter und drüber. Ich weiß nicht. Aber die Map gefällt mir vom Movement her sehr. Die ist perfekt angepasst von diesem COD-Movement. Richtig schick gemacht. Also, da auf jeden Fall ein fetter Pluspunkt bei der Map. Verarschen! Woo! Ach, scheiße. Damit habe ich nicht gerechnet, dass sie so gut funktioniert. Oh, ja, dass sie so gut. Ja, funktioniert. So. Ja, vergiss mal. Ich freue mich auch auf die Reboot-Map. Ach, naja. Obwohl ich World at War nie gespielt habe, freue ich mich dennoch auf eine Reboot-Map. Dann könnt ihr mal sagen, was so an der Map damals so ver also was jetzt so verändert wurde. Weil ich weiß es ja leider nicht. Ich weiß leider. Noob. Nein, Quatsch. Ich weiß leider ja nicht, wie Banzai hieß sie ja früher und jetzt heißt sie ja Verge. Wie sie so verändert ist. Ich weiß nur, dass alle irgendwie feiern, dass irgendwas mit der Brücke ist und mit dem Tunnel und keine Ahnung was. Freut mich auf jeden Fall auch für die Community, die dieses Spiel gespielt hat, dass da auch wieder was dabei ist für sie. Da ich ja mit in der Black Ops-Serie mit Black Ops 2 eingestiegen bin, also mit der Treyarch-Geschichte, sag ich mal, mit Black Ops 2 eingestiegen bin. Nice. Kann ich leider nicht ganz so viel hoffen, glaube ich, auf Maps, weil Black Ops 1 kenne ich die Maps kaum. Also doch, ich kenne die Standard-Maps. Okay, ich glaube, das reicht ja sogar. Ich glaube, die nehmen ja keine DLC-Maps von den alten CODs. So, schneller Drohne zünden, einfach weil ich es kann. Oh, die Zeit ist noch nicht vorbei. Ja, aber gleich. Schade, einen Punkt hätte ich noch gerne gemacht. Ja, ich als, hey, jetzt habe ich auf einmal 2000 Abschüsse. Wie habe ich denn das jetzt gecheatet? Habt ihr das gesehen? Das war buggy. Ja, da hinten bin ich gewesen. Jedenfalls kurz der Name im Bild.
Ja. Okay, der Platz 2 hat schon mal ein Porno na. Seit wann ist Prophet eigentlich weiß? Ist der nicht eigentlich schwarz? Und warum bin ich letzter? Alter, ich hab 23 Kills. Okay, ich bin anscheinend mit richtigen. Pro Geil. Finde ich gut. Ja, was soll ich denn sagen? Ich für meinen Teil wünschte mir natürlich, dass es nur Black Ops 2 Remix geben würde. Also Hijacked war jetzt so ein Remake, das hätte nicht sein müssen. Ich würde mich auf Raid, auf Standoff, oh, Standoff ist so eine schöne Map. Mein Kumpel auf Plaza zum Beispiel, wegen der Musik auch teilweise. Ja, und auch auf andere Maps, die es so gibt. Was gibt's denn noch? Keine Ahnung. Cargo muss jetzt unbedingt sein. Gut, ich gehe jetzt hier wieder raus. Obwohl, nee, ich bleib hier einfach drinne. Und mal schauen, vielleicht spielen wir in der nächsten Folge Verge Herrschaft. Alles klar, haut rein. Ha, bis zur nächsten Folge. Von Let's Battle Black Ops 3 Season 3. Geil, ich kann's sagen. Okay, und ciao.